Mögest du in interessanten Zeiten leben? 7 Strategien, um Wurmageddon zu überstehen. Mysterien, Mindfuck und Magie folgt uns in die Zwischenwelt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe in meiner Patreons-Videoreihe The Empire Never Ended Yet so ein bisschen über die Veränderungen gesprochen, die sich gerade so ankündigen in der Welt. Das hat uns begleitet unseren Kanal ja schon lange. Und was ich spannend fand, wir haben 2017 auf CropFM in der Sendung Eine neue Zukunft sehen, ja so ein bisschen so die Metapher gebracht, wir fangen langsam an, kollektiv zu trippen. Das war so die beste Analogie, mit der wir irgendwie die Prozesse beschreiben konnten, die wir da versucht haben zu beobachten. Und was ich spannend fand, war, dass über die letzten Jahre auch Magierkollegen gerade aus dem englischsprachigen Raum mit ähnlichen Metaphern kamen. Also gerade ein Gordon White, der in einem Vortrag, den er mal gehalten hat, kam dann so jetzt im Jänner, Februar 2019, hat er dann so, wie er hat ein Modell vorgestellt und auf die Frage, woran merkt man, dass man in diese Zeiten gerade hineinkommt, und er hat gemeint, yeah, it feels like the whole world is coming up on acid, also so die ganze Welt fängt an auf LSD zu trippen, so spürt sich das an. Er hat jetzt vor kurzem eine Präsentation gehalten mit Austin Kopok, einem Astrologen, As Above hat die geheißen, wo sie auch darüber gesprochen haben, und Austin Kopok ist ein Weltklasse-Astrologe, der auch gemeint hat, naja, also so bis 2030, die Illusion, dass wir das jetzt überstanden hätten, die können wir aufgeben. Stuff just keeps getting weirder. Mhm. Es wird noch merkwürdiger die nächsten Jahre. Und ja, und nämlich auch aus astrologischer Sicht, aus Sicht von anderen magischen Modellen, aus dem, was wir uns so angeschaut haben, Jason Loof, auch ein Magier aus dem englischsprachigen Raum und Autor, der echt brillantes Buch über Aleister Crowley geschrieben hat, zum Beispiel. Über John Dee. Ah ja, aber klar, John Dee, aber er schreibt dann auch über Aleister Crowley, aber ja, hast du recht. Mhm. Der hat auch in einem Podcast von Tours, den mir dann vor ein paar Wochen geschickt, auch gesagt, sein: Was zum Fuck ist los? Die ganze Welt fühlt sich an, als wären wir kollektiv auf Trip, und die Magier scheinen die zu sein, die irgendwie die Tripsitter sein müssen. Das war also in seiner Welt. Und wir haben zu Beginn des Sommers noch eine Folge veröffentlicht, wo wir auf unser Zukunftsprojekt hingewiesen haben und diese Stadien der letzten 2 Jahre ein bisschen rekapituliert haben. Mhm. Und gesagt haben, wenn wir richtig liegen mit dieser Metapher, die nur eine Metapher ist, aber dann dürfte es im Herbst soweit sein, dass es wirklich losgeht, dass der Trip wirklich beginnt. Und von allen Seiten, es ist, ja, ich kriege nur Bestätigungen dafür. Ja, und auch, es vibriert irgendwie. Also so ein, wie wenn im Spinnennetz so, man merkt so, ui, da hat sich was verfangen. Also so dieses Vibrieren, dieses im Untergrund. Oder ich so spüre wie bei, eine Änderung in der Macht. Ja, oder wie bei Jurassic Park, wo du so die Regen, ah, ja, die Pfütze siehst und plötzlich so. Mhm. Das ist dieses selbe. Magic Spider Sense is tingling. Ja, so fühlt sich's an. Und, ja, und es ist, wenn wir bei dieser Trip-Metapher bleiben, absolut sinnlos, sich dagegen zu wehren. Mhm. Das macht es nur schlimmer. Das Beste, was man tun kann, wenn der Trip losgeht, ist, sich dem hinzugeben und auf der Welle zu surfen. Widerstand zu leisten ist zwecklos. Genau, die nächste Nerd-Referenz. Das heißt, dieser Versuch, den neuen Herausforderungen zu begegnen, um das umzukehren wieder, um wieder in diese alte Welt zurückzukehren, ist. Das merke ich nämlich oft, wenn ich so alternative Nachrichten, Medien, wie auch immer, so Talkshows und so, also so Leute, die über diese, die, was halt so in der Welt gerade los ist, aus alternativer Sicht berichten, wenn ich mir die anschaue, merke ich oft, dass es wird versucht, noch aus einem alten Weltbild die Welt zu erklären, oder so ein, wie wenn man versucht, so krampfhaft in die alte Welt zurückzukehren, oder so ein, man
versucht, die Dinge noch aus einem alten Bezugssystem zu bewerten und dann beginnt man die Welt nicht mehr zu verstehen und irgendwie das macht keinen Sinn mehr und bestimmte Aussagen, die man trifft, kann man dann nicht mehr nachvollziehen. Kann man, ja, es ist, man muss sich in diesen Trip reinfallen lassen. Das ist, wir kehren für lange Zeit und wahrscheinlich nie wieder in eine Welt zurück, wie wir sie bisher kannten. Das, auf das muss man sich wirklich einstellen. Ne? Und aus diesem Grund wollen wir euch heute 7 Strategien zeigen, die unserer Meinung nach hilfreich sind, diese Zeiten möglichst gut zu überstehen. Und weil wir Nerds sind, orientieren wir uns dabei an der Zombie-Apokalypse. Alles, was wir gelernt haben, haben wir aus Filmen und Serien gelernt. Nein, aber weil es auch ein bisschen ein Augenzwinkern sein soll. Und die Zombie-Apokalypse, wenn die ausbricht in den Filmen oder in den Serien, das ist auch die erste Erkenntnis, die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie war. Das haben wir, ist nicht mehr so, wie sie war. Ab jetzt herrschen andere Regeln. Hm. Und wie man damit gut zurechtkommt, da nehmen wir jetzt diese Analogie her und schauen, wie wir das aus magischer Sicht für uns anwenden können. Und vielleicht ist für euch auch was Sinnvolles dabei, hoffentlich. Erster wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird, die letzte Kugel muss man für sich selber aufhalten. Also, ja, also legen wir das auf unser magisches Weltbild oder auf ein magisches Wirken um. Es ist sowas wie das, was wir schon öfter, ich glaube in der Sendung Initiationen und Konsequenzen, glaube ich, da kommt es auch vor, Becoming Invincible, also das, was Gordon White in seinem Buch Chaos Protocols schreibt. Man muss sich unbesiegbar machen, man muss diese Erkenntnis haben, die Welt ist nicht materialistisch, die Welt funktioniert nach anderen Regeln, als man bisher geglaubt hat. Und in dem Moment, wo du merkst, dass du, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, eine unsterbliche Seele bist, oder dass die Welt ein bisschen mehr ist als einfach nur Materie, ab dem Moment entgleitest du dem System und bist eigentlich nicht mehr wirklich besiegbar, weil dann dauert es halt im Zweifel noch 100 Leben, bis du dann, bis die Welt eine bessere wird oder bis man seinen Weg findet. Aber man kann der Materie hier nicht, im Zweifel nicht mehr allzu viel anhaben. Also diese absolute Gewissheit, es kann mir nichts passieren, dem, was ich bin. Meinem Körper kann was passieren, ja. Aber mir, dem, was mich ausmacht, meinem wahren Wesen, kann nichts passieren. Das ist eine so grundlegende Haltung und eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss, die lässt sich nicht vermitteln, dafür gibt es initiatorische Erfahrungen. Mhm. Aber das wäre sozusagen die letzte Kugel für sich selbst. Mhm. Wenn alle Striche reißen, dann ist das. Hat man sozusagen den Ausweg zu sagen, man hat es probiert, ist egal, ein anderes Mal. In einem Paralleluniversum im nächsten Leben, auf einem anderen Planeten. Ja. Zweiter Punkt. Vorräte anlegen, Medizin bereitstellen und wissen auch vielleicht, wie man sich von Wildpflanzen ernährt oder so. Ne? Ja, das gehört da irgendwie dazu. Mhm. Also wenn man das auf magischer Ebene wieder umlegt, dann wären die Vorräte und die Medizin ja wahrscheinlich sowas wie Kontext haben für die Dinge, Bezugssysteme haben, vielleicht tatsächlich buchstäblich lernen, mit Wildpflanzen umzugehen. So, welche Pflanzen sind wofür gut? Welche Pflanzen sind als Heilkräuter brauchbar oder als Entheogene? Schadet sowieso nichts, sich mit den Pflanzenspirits gut zu stellen. Das auch. Ja. Kann auch sehr erdend sein, ganz wichtiger Faktor. Ganz, ganz extrem wichtig in diesen Zeiten. Mhm. Dieses ganze Wissen zu haben, Kontext und Wissen. Und was man auch, wenn man die Vorräte anzulegen, bringt nichts mehr, wenn schon alles zusammenbricht. Das muss man vorher gemacht haben. Deswegen auch wäre gut, wenn man vorher, um das wieder umzulegen, seine Schattenarbeit so gut wie möglich gemacht hat. Also wir wollen jetzt nur damit das jetzt bitte nochmal klar, wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass jetzt übermorgen die Welt zusammenbricht, aber so ein kollektiver Trip wird vieles hervorbringen, vieles hochbringen, diese extreme Polarisierung, die gerade in der Welt stattfindet, ist Ausdruck davon. Und dem,
auch die letzte Sendung, wo wir uns dem Themen gewidmet haben, was man, mit welchen Sachen man sich vielleicht nicht so auseinandersetzen sollte oder dass man halt aus bestimmten extremistischen Positionen da sich abgrenzen sollte, ist alles Teil dieses Prozesses, zu erkennen, in welchen Zeiten wir jetzt leben und was gerade ein notwendiger Schritt ist. Und da ist eben Schattenarbeit dieses, wenn dann gerade die ganze Welt anfängt, wahnsinnig zu werden, sozusagen, dann sollte man der Fels in der Brandung sein. Oder dann ist es hilfreich, wenn man der Fels in der Brandung ist, wenn man seinen eigenen Scheiß, so den eigenen Keller schon ein bisschen aufgeräumt hat. Ja. Um noch einmal die Trip-Metapher zu bemühen, es gibt drei wichtige Faktoren für einen Trip: Dosis, Set und Setting. Das Setting ist die Umgebung, Dosis ist klar, und das Set ist, womit man selber reingeht in so einen Trip. Und wenn ich da noch mit einer total unaufgeräumten Psyche reingehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Horrortrips wesentlich höher. Insofern Schattenarbeit und den eigenen Keller mal aufräumen. Genau, Punkt 3 wären Fertigkeiten. Also was braucht man da bei der Zombie-Apokalypse? Man muss wissen, wie man ein Feuer macht zum Beispiel sozusagen. Wie man Unterschutz herstellt, wie man Teil oder auch einfach nur wieder einen Motor zum Laufen bringt und so. Also diese ganzen, und auch die Fitness gehört wahrscheinlich dazu. Im Magischen oder auf unsere Situation umgelegt wäre das magische Praxis. Wir haben dazu schon zwei Q&A-Sendungen gemacht, zum Beispiel die Q&A Magischer Alltag, wo wir immer wieder auch erzählen, was wir so machen. Und die Q&A magische Grundausbildung. Das war ein How-To. War das ein How-To? Das war ein How-To. Okay. Stimmt. Stimmt. Das als Anregungen, aber vielleicht ganz praktisch. Es schadet nichts, wenn man tatsächlich etwas hat, auf das man sich verlassen kann dann. Wenn man zum Beispiel ein Divinationssystem hat oder eine Technik, die funktioniert. Also Sachen, die einem helfen, wie so ein Kompass durch dieses Chaos, durch diese Wellen durchzunavigieren, so ungefähr die Richtung zu haben. Und da können zum Beispiel Divinationssysteme wie Tarotkarten legen für diverse Entscheidungen oder gerade Remote Viewing, mit dem Optima versuchen kann herauszufinden, oder einen besseren Überblick über die aktuelle Situation, was beeinflusst mich gerade, wo sind Störfaktoren. Solche Tools sind immer praktisch in solchen Zeiten zu haben, um ein bisschen besser navigieren zu können, und natürlich magische Praxis tatsächlich, um halt mit Spirits zu arbeiten, um eine Situation zu verbessern, um in so chaotischen Zeiten, wo sehr viel aufgewühlt wird, wo sehr viel Umwälzungen passieren, da im Zweifel auch profitieren zu können oder sich schützen zu können. Schutz, ganz wichtiges Thema, Erdung haben wir angesprochen, und vor allem seine Mitte nicht zu verlieren. Also im Mindestfall regelmäßig meditieren. Vierter Punkt, Waffen. Ja. Braucht man in der Zombie-Apokalypse. In unserer Situation wäre das so die Waffen des Geistes, das Differenzierungsvermögen, eben nicht in diese Polarisierung reinzukippen, sondern sich Sachverhalte und Situationen genau anschauen zu können. Also dieses nicht auf alles automatisch reagieren und quasi fremdgesteuert zu sein und von allem getriggert zu werden und von jeder emotionalen Welle, die hochkommt, geritten zu werden, sondern Ruhe zu bewahren und im Zweifel nichts tun und einmal beobachten und schauen. Und gerade in solchen Zeiten, wo die Polarisierung so extrem stark zunimmt, ist Ruhe bewahren und diesen Dingen, diesen beiden Polen, die sich gerade agieren wollen, keine Kraft zu geben, das Sinnvollste und Effektivste, was man tun kann, auch wenn es so ausschaut, als würde man nichts tun. Also nichts tun und abwarten und beobachten und fokussiert das zu tun und seinen Weg zu gehen, was man halt will, ist das Beste, was du in solchen extremen Zeiten tun kannst. Ja. Ja, vielleicht auch diese Haltung des Wu-Wei, des Nicht-Tuns, zu üben. Sowieso nie falsch. So aus taoistischen Ansätzen. Ja. Was noch zu den Waffen gehört, wäre die Abgrenzung gegen Extremismen in jeglicher Form. Und die Fähigkeit zu entwickeln, dass man belächelt wird.
Also, dass andere sich über einen lustig machen mit dem oder dass man nicht verstanden wird und so weiter. Das wäre vielleicht keine aktive Waffe, aber sowas wie ein Schutzschild. Mhm. Und dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Ja. Und sich auch eben bewusst machen, in welchen Zeiten wir gerade leben. Also so dieses... Ich meine es jetzt nicht so Prepper-mäßig, das kann sehr ins Extreme kippen und dann eben die tatsächliche Erwartung der Zombie-Apokalypse, sondern wir reden eher von grundsätzlichen Umbrüchen in der Welt, von emotionalen Dingen, die hochkommen, von verrückten Präsidenten, die dann irgendwo irgendwelche komischen Tweets posten und so weiter. Die Welt wird einfach immer weirder und weirder und weirder und wie ein Trip lernen, den Wahnsinn und die Absurdität des Alltags zu lenken. Das ist so ein ganz... ganz wesentlicher Punkt und das zu merken, wie eine Welle, die kommt, surfen zu lernen und zu wissen, wenn ich da in die eine oder andere Richtung zu stark reinkipp oder einfach auf alles sofort reagiere, auf jedes Blinklicht, auf jeden, gerade in sozialen Medien, wo alle Fraktionen nur noch Ping-Pong spielen mit Triggern und Emotionen hochkochen lassen, um Energie zu bekommen, da zu merken, hey, seine Mitte zu bewahren, ist so ein essentielles Ding, das kann man gar nicht oft genug betonen. Ne? Fünfter Punkt, Verbündete. Allein schafft man es nicht in der Zombie-Apokalypse. Und auch sonst im Leben. Ja, nie. Das heißt, sucht euch Gefährten, und zwar nicht nur online. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Mhm. Tatsächlich im realen Leben Kontakte, Freundschaften, auf die man sich verlassen kann. Eines der wesentlichsten Dinge, also eigentlich... Eines der wenigen Vorteile der digitalen Welt ist es, diese digitale Vernetzung zu benutzen, um analoge Kontakte zu schließen. Das ist der, und das ist, was Magie macht, wenn man physisch beieinander sitzt, im Vergleich zu über Videokamera oder in einem Chat oder in irgendeiner Facebook-Gruppe oder so. Damit kann man gut zaubern, aber was das, die physische Energie, wenn Menschen zusammen sind, analog. Das macht so einen gigantischen Unterschied. Und wenn es nur alle heiligen Zeiten ist, wenn es nur das Wissen ist, da ist jemand, den ich gelegentlich besuchen kann, das ist ein so anderes Kraftfeld. Ja. Ich weiß nicht, wie stark ich es betonen soll noch. Ja. Das wirklich, wirklich trefft euch physisch, analog, tauscht euch aus und holt euch gegenseitig runter, nehmt euch gegenseitig auf die Schippe. Humor nie vergessen, eines der wichtigsten Dinge. Habt jemand da, bei dem ihr euch ausheulen könnt, der euch den Rücken stärkt oder mit dem ihr einfach auch philosophieren könnt. Schaut's raus. Und wenn ihr das nicht habt, dann geht es aktiv auf die Suche, dann zaubert es dafür. Also nicht im Sinn von eine bestimmte Person verzaubern oder so, sondern zaubert für Weggefährten. Und es gibt eben, Austin Kopok hat das auf dieser, das kann ich übrigens sehr empfehlen, Austin Kopok, wirklich einer der wahrscheinlich besten Astrologen der Welt, hat eine Patreon-Seite, da kann man mit ein paar Dollar unterstützen und dort gibt es das As Above, die Präsentation, wo er mit Gordon White so 1,5 Stunden über die, aus astrologischer Sicht, so über die nächsten Jahre und Jahrzehnte plaudert, sehr zu empfehlen. Und irgendwo bringt er da einen Satz, den ich wirklich brillant fand. If you go on a quest, the party will form. Also in dem Moment, wo du auf ein Abenteuer gehst, auf eine magische Quest, auf eine magische Aufgabe, also so eine Heldenreise sozusagen, dann werden sich die Weggefährten finden auf dieser Reise. If you build it, they will come. Oder so. Next. Und Experten braucht man natürlich. Auf so einer Quest, was haben uns Rollenspiele gelehrt? Du brauchst den Barbaren, du brauchst den Zauberer, du brauchst den Dieb, du brauchst... möglichst breit aufgestellt und jeder ist Experte in etwas oder kann andere wieder darum unterstützen, beziehungsweise sucht euch auch die Experten, die euch ergänzen in euren Schwachstellen. Punkt 6, Kommunikation. Ja, der Weltempfänger oder die Funkstation. Genau. Für uns bedeutet das, ein spirituelles Support-Team zu haben, das heißt Kontakt zu euren geistigen Helfern? Ganz wichtig, also eines das kann wirklich jeder machen, Ahnenarbeit. Mhm. Sich irgendwo im Haus, an einem ruhigen Ort, einen Ahnenaltar einrichten. Wir haben eine Sendung dazu gemacht, werden wir einblenden. Mhm. Also es gibt wenig, was so unmittelbar einen
Pech abwenden kann. Das ist jetzt nicht unbedingt so die krasse Magie, wo dann die Lichtblitze durch die Gegend ballern, unter Anführungszeichen jetzt, sondern es ist die, wo du einfach merkst, das Störfaktor, alles flutscht ein bisschen besser. Man hat so ja, eben den Segen der Ahnen im Idealfall. Und Ahnenarbeit, ganz kurz, haben wir eine Sendung dazu gemacht, schon auf Patreon haben wir schon mal in einer Konferenz darüber gesprochen auch. Ein Buch gibt es dazu, ein sehr gutes, das werden wir unten verlinken, von Daniel Fuhr. Und irgendwo einen Ahnenaltar, wo man gelegentlich den Ahnen eine Räucherung dalässt, Tabak, ein Glas Rum, ein paar Fotos von Ahnen hat, sich mit seinem Stammbaum, also mit seiner eigenen Vergangenheit und der Familie auseinandersetzen. Und wenn es nur die generellen Ahnen ist, weil so in den letzten Generationen vielleicht Dinge vorgefallen sind mit den Eltern oder Großeltern, die man nicht vergeben will, dann richtet man halt sich an die Ahnen davor oder noch die davor oder die, die aus der Wüste kommen oder keine Ahnung was, und versucht das Feld da von hinten aufzurollen, um da Stück für Stück von hinten die Stütze zu bekommen, die das Interesse haben, dass dir gut geht und dass du durchs Leben kommst, weil du der verlängerte Arm deiner Ahnen bist und die natürlich alle daran interessiert sind, dass wir alle möglichst unbeschadet durch die Welt kommen. Und wenn man da Konflikte aus dem Weg räumt und da heilt, ist das so ein grundsätzlich positiver Segen, da muss man keine großen Rituale machen. Und natürlich alle anderen Helfer und Spirits und alles, was man noch auffahren kann, genauso. Und der letzte Punkt, wenn in diesen Filmen so die Welt zusammenbricht und alles, was hilft es zu überleben, wenn man keine Vision hat, um was Neues aufzubauen? Also, auch das wieder bitte metaphorisch, das Überleben. Ja. Versteht es uns nicht falsch, wir reden nicht davon, dass die Welt bald untergeht. Es ist einfach die Nerd-Referenz, die uns Spaß macht, da Analogien zu ziehen. Aber wir haben uns ja mal zu dritt, der Walter Doc Nachtstrom, du und ich, haben uns mal vor vielen Jahren in visionären Zeiten unterhalten bei einem unserer legendären Treffen, Redaktionssitzungen. Und irgendwie ging es dann so um die Frage, oder so ein, wenn die Welt untergehen würde, so, das ging so irgendwie um dieses Prepper-Nerd oder um dieses Preppertum, wo alle Leute sich dann auch im Kalten Krieg in irgendwelchen Bunkern versteckt haben, um dann den Atomkrieg zu überleben. Ich weiß noch, ich als Kind, das war, meine Eltern haben ein Haus gebaut und in den 80er Jahren hat man einen Atomschutzbunker mit einbauen müssen. Das war ein kleines Teil, der dann halt als Kellerabteil genutzt wurde. Und ich habe damals schon als so Stöpsel gesagt, so, ja, es war so kurz nach Tschernobyl und so, dann überleben wir vielleicht da ein paar Tage drinnen und dann kommen wir raus. Und das ist ein Wasteland von Mutanten bevölkert, so wie ich es mir das vorgestellt habe. Aber wozu soll ich überleben? Ich meine, also dann hoffe ich, dass ich mir bitte möglichst gleich sterbe. Ja, also so ein bisschen war die Diskussion da, dass irgendwie alle drei sind mir am Ende da gesessen sein. Also nach einem Atomkrieg will ich nicht einer der wenigen sein, die im Dreck herumwühlen und irgendwelchen von marodierenden Banden oder ich weiß es nicht. Ja, wie man Mutanten! Im Zweifel die Mutanten-Zombie... Kommunisten-Nazi-Zombies. Und so dieses, wozu der Schaß? Aber eben, wenn man jetzt so diese Metapher hernimmt, der Apokalypse im Sinn von ein Weltbild bricht zusammen, es enthüllt sich etwas, es legt sich etwas frei, es offenbart sich etwas, oder die Welt ist nicht so, wie sie scheinbar war. Das ist dieses metaphorische, eine Welt bricht zusammen. Ja. Die alte Welt stirbt, es entsteht eine neue. Und diesen Schock zu verdauen, und das ist diesen Übergang, von dem reden wir gerade, das reiten zu lernen. Und dafür eine Vision zu haben, wo es hingehen kann, wofür es sich lohnt, wie man diese Wellen reitet und wie eine neue Welt ausschauen kann, in der wir uns nicht alle den Schädel einhauen. Da sind wir alle mitverantwortlich da, uns Gedanken drüber zu machen. Wie können neue Konzepte von Erziehung aus schon, von Schulbildung, wenn man sowas braucht, oder vielleicht von Zusammenleben, von Medizin, genau, von Energiegewinnung. Ja. Von, und da kann jeder irgendwie was beitragen zum kollektiven Feld, sich Gedanken darüber zu machen. Ja. Das ist so ähnlich wie beim Trip. Der kann abgleiten in sehr dunkle Gefilde und das kann ziemlich schrecklich sein. Dafür ist es wichtig, eine Intention zu haben, wo man weiß, da will ich hin. Und dann, wenn es zur Weichenstellung kommt, sich an seine Intention zu erinnern. In dem Fall eben an diese Vision für den Wiederaufbau oder in unserem Fall an die utopische Timeline.
Wer das noch nicht kennt, Crop FM-Sendung Eine neue Zukunft sehen. Auch unten verlinkt in der Sendungsbeschreibung. Das ist unser großes Zukunftsprojekt und das ist das, wofür wir zaubern im Großen und Ganzen und wofür wir auch diesen Kanal machen. Dazu werden wir in der nächsten Sendung aber noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist jetzt einmal der Überblick. So, das sind die Dinge, die wir für sinnvoll erachten, sich damit auseinanderzusetzen bzw. sich zu erarbeiten oder die Vernetzungen herzustellen, damit es ein schöner Trip wird und eine lebenswerte Zukunft. Falls irgendwelche Themen hochkommen, eben wie bei einem, man geht ja in einen Trip auch rein, in der Hoffnung, dass er schön wird oder lehrreich, im Bewusstsein, dass es einen auch ordentlich durchspülen kann und vielleicht phasenweise auch wird, aber dass man dann weiß, wie reagiere ich darauf, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten, damit das nicht passiert oder wenn es passiert, ich möglichst gut diese Wellen. Das wären wieder die Fertigkeiten, die magische Praxis. Genau. In dem Sinne freuen wir uns, wenn ihr uns wieder eure Kommentare schickt und Fragen, wenn ihr unsere Videos weiterempfehlt, wenn ihr uns ein Like gebt und unseren Kanal abonniert. Ja, man kann uns auf Patreon unterstützen, wie gesagt, ansonsten Buchtipps und Sendungstipps. Unten in dem Sinn, bis quasi gleich, habe die Ehre. Die Welt ist magisch. Bis bald. We'll be right back.